So, da wären wir wieder. Und wir wollten weiter hier in den Bereich gucken. Also einmal will ich wissen, was der Schalter da macht. Und dann natürlich gucken, ob wir bei King Richard rein können. Auch wenn wir eigentlich vom RP her noch gar nicht wissen, dass King Richard da ist. Warum ist die Tür hier zu? Achso, das waren diese komisch verdrehten Türen. Wo man die eine aufmachen muss, um die hinter sich zu öffnen. Hier haben wir eine Druckplatte. Hier ein Schalter, den wir noch nicht gedrückt haben. Tada, ein Natterschlüssel. Okay. Ist ja nicht so, dass wir schon tierisch viele Schlüssel haben, aber gut. Einer mehr kann nicht schaden. Darum und rechts an der Wand halten. Rechts an der Wand halten. Ich höre schon wieder das Getrippel von drei Beinen. Trippel, trippel, ja, genau, du. Oui, oui. Oh. Wurden wir bösartig flankiert. Jetzt sollten wir die Tür da gleich mal zumachen. Und ein bisschen rechts und nochmal rechts. Du wurdest noch nicht gedrückt. Ah, du machst eine Fallgrube auf. Und wieder zu. Okay. Aber wir haben den Schalter jetzt gedrückt, egal was er macht, außer dieser Grube. Das haben wir jetzt aktiviert. Das heißt, wir können runter zu König Richard. Und da sind ganz, ganz, ganz viele Knöpfe. Zip, zip, zip. Ich wollte nicht so viel Mana verschwenden, aber... Ah doch, einen haben wir so erwischt. Ah, die hauen echt viel zu garstig zu. Und jetzt brauchen wir unbedingt eine Stelle, wo wir uns ausruhen können. Hier vielleicht. Aber ich denke, da werden irgendwelche drei... Beine im Weg sein. Gucken wir mal. Ja. Dann halt zurück zu unserem Lieblingsraum. Der müsste hier vorne sein. Zack. Zu. Heilung. Und einfach einmal durchschlafen. Aber ja, dabei König Richard ist die Tür, also die Markierung für ihn ist rot. Vielleicht kommen wir dann mit dem Schlüssel da rein. Auch wenn wir nicht wirklich viel machen können, denn... Wir haben nur drei von den Schlüsseln. Einer fehlt ja noch von Dawn, die Gott weiß, wo sich jetzt rumtreibt und die Armee versucht zu finden. So, darum, darum und gegen drei Beine kämpfen. Genau, gegen euch. Nein! Das war gerade ganz viel Mana, was verschwendet wurde. So, schnell wieder umschalten auf Stromschlag. Und hier sind keine mehr. Gut. Dann probieren wir nochmal die Schlüssel aus. Gehen wir von links nach rechts durch. Natternschlüssel. Nö. Öliger Schlüssel. Nö. Tote Schlüssel. Nö. Aas-Schlüssel. Tada! Sehr schön. My liege! Relax, Paulson. He appears unharmed, but our shroud has been tainted. What can we do? We must dispel the dark shroud, and then we can heal Richard. Ha, wir müssen diese schwarze Hülle zerstören. Bad luck. Darkness has further imprisoned our liege. Oh, okay, wir müssen zuerst halt diese komische Kontamination entfernen, und dann können wir erst die Schlüssel benutzen. Must find a way to free the king. 'Tis a ray of hope. Das ist ein Hoffnungsschimmer. It will not stay. Rough going. This will not fit. Okay, das Elixier passt da schon mal nicht hin. Was haben wir noch? Wir haben die Statuen. A breakthrough, perhaps. Ah, okay.
Stimmt, hier sind noch mehr von den Podesten. Okay. The light follows its path. Perhaps something else will work. Okay, brauche ich hier wohl eine andere Statue? Weil die hat das Licht reflektiert, das Einhorn wollte es nicht. Das heißt, das Einhorn muss dann da oder dahin. Das heißt, wir brauchen noch zwei Statuen. Und das wollte ich nicht. So. Und so oder so brauchen wir immer noch den vierten Schlüssel. So, was war hier? Da war ein Schalter. Den konnte man anschießen. Dann musste man da was reinschmeißen. Haben wir noch was zum Schmeißen? Ein Ginseng. Ha, ich würde gerne die Fallgrube da wegbekommen. Probieren wir doch mal einen von den beiden Schaltern aus. Nee, dich nicht. Was machst du? Du machst irgendwas anderes. Okay, gucken wir mal. Fallgrube ist immer noch da. Teleporter ist immer noch da. King Richard ist immer noch da. Auch noch alles da. Hier sind jetzt zwei Schalter, wo wir nicht wissen, was sie machen. Na gut. Halten wir einfach mal gedrückt. Das heißt, wir müssen jetzt weiter suchen, wo wir die Schlüssel benutzen können. Gucken wir einfach mal oben bei dem Teleporter. Ja, ganz viele Heilkräuter auf dem Boden, weil wir die mal wegschmeißen. So. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, okay. Aber hier ist nichts mehr. Oh, was macht die Druckplatte? Also, die sorgt dafür, dass die Fallgrube weggeht. Und du machst irgendwas. Warum haben wir dich denn vorher nicht gedrückt? Na gut, noch ein Knopf, den wir gedrückt haben. Wo sind wir jetzt? Ah, hier unten, das ist sehr gut. Den Knopf da unten habe ich nämlich übersehen. Das wurde in den Kommentaren geschrieben. Das heißt, wir müssen nach Süden. Und jetzt haben wir wenigstens auch einen ordentlich funktionierenden Kompass. Wo wir nicht erstmal eine halbe Stunde warten müssen, um zu gucken, wo wir hingucken. So, klick. Ha. Noch mehr Schalter. Und eine Drachenfigur. Sehr gut. Fehlt nur noch eine Statue. Und ein Weg nach draußen wäre auch nicht schlecht. Müssen wir irgendwas anderes wieder reintun? Wo sind unsere Kräuter? Da. Ja. So. Hier haben wir noch Waffen, die wir... Oh, oh. Erst drehen, dann bewegen. So. Da haben wir noch eine Grube, die wir nicht aufbekommen. Oder zubekommen, besser gesagt. Und da war Dawn. Hier waren die Gitter, wo wir nicht durchgeschossen hatten. Da war eine Tür, die blockiert war. Und da ist noch ein Schloss, was wir gerne öffnen würden. Aber um da hinzukommen, müssten wir hier wieder in der Grube runterspringen. Das machen wir einfach mal. So, jetzt sind wir wieder bei den Außerirdischen. Und müssen da rumlaufen. Da rumlaufen. Gleich rechts. Ah, jetzt weiß ich, wie doof wir sind. So, und jetzt sind wir gleich beim Gefängnis. Tada, Gefängnis. Und Weg nach oben. So, hier war diese nervige Ecke, dass man eingesperrt wurde. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt einfach gerade durch und da am Ende gucken, ob einer von unseren vielen Schlüsseln da passt. Ah, sind ja nur noch vier unter Dietrich. Oh, Geister. Ah, da können wir doch mal den Würfel aufladen. Wusch. Und dich bringen wir jetzt mit den Schwertern um, damit wir den Würfel schön im weißen Zustand haben. Da ist Klinge Nummer 2. Zack.
Sind hier noch mehr? Nö. Aber einen Schalter, den wir nicht gedrückt haben anscheinend. Den drücke ich aber auch erst, wenn wir hier rumprobiert haben. Also, wieder von links nach rechts. Natter. Ölig. Todes. Und kleiner. Okay. Also ich habe diesen Schalter. Achso, der Schalter ist nur dafür da, um das hier anzuhalten. Ha, was mich ein wenig irritiert, ist die Aussage von Wakata. So scheint man den Gegenstand nicht benutzen zu müssen. Hört sich fast so an, als wenn man hier keinen Schlüssel braucht, sondern irgendwas anderes. Weil sonst kommt ja die Nachricht, der Schlüssel passt nicht. Aber haben wir irgendwas Ungewöhnliches hier im Dungeon gefunden, was da reinpassen könnte? Nö. Ah, fehlt hier wohl doch noch ein anderer Schlüssel. Also, haben wir hier noch irgendwo ein Schloss? Die Tür konnten wir nicht öffnen, da ist der Teleporter nach oben. Hier mussten wir mit einer Armbrust durchschießen. Dachte ich zumindest, weil hier Gitter sind und hinter dem Gitter ein Schalter. Das schaue ich mir nochmal ganz kurz an. Also wir gehen jetzt hier raus, halten uns dann rechts an der Wand lang. So, Rasen. Da geht's runter. Und da sind die Gitter. Und ich will mal ganz kurz zu Dorn gucken. Also da, wo wir Dorn gefunden haben. Und warum kriegen wir die Tür nicht auf? Ah, na also. Ob hier irgendwo ihr Schlüssel rumliegt, aber das sieht nicht gut aus. Ja, wahrscheinlich hat Scotia Dorn den Schlüssel abgenommen. Das heißt, wir müssen erst Scotia besiegen, um dann den vierten Schlüssel zu bekommen. Noch ein Schalter, der nicht gedrückt wurde. Ah, der ist für die Tür. Und du bist schon gedrückt worden. Dann können wir jetzt mal zu dem Gitter. Und da hinten ist ein Schalter, wie man sehen kann. Aber wir hatten schon mal versucht durchzuschießen, es hat nicht geklappt. Aber jetzt benutze ich nochmal Herrscher, damit wir auf Gorn Level 8 kommen und hoffe das Beste. Stirb. Ha, das sah fast so aus, als wenn es durchgegangen wäre. Aber es geht nichts auf. Vielleicht mal ohne Axt? Vielleicht mal jemand, der nur zwei Arme hat? Nö. Das ist echt komisch. Aber gut. Dann können wir hier auf der Etage nichts mehr machen. Das heißt, wir gehen wieder eine Etage hoch. Was war das da unten? Achso, ja genau, da zu der Grube würde ich jetzt ganz gerne. Und wir sind genau an der richtigen Stelle rausgekommen. Ups, und hier waren überall die Äxte, das habe ich ganz vergessen. Die scheinen jedes Mal zu respawnen. Ja, genau ihr. Also wir werden gleich wieder schlafen müssen. Obwohl, hält sich in Grenzen. Hier sind lauter Nischen. Was haben wir hier mit der Grube? Ich glaube, rüber zu schießen haben wir schon mal versucht. Das hat nichts gebracht. Wir können versuchen, da erstmal was raufzulegen, um zu testen, ob es wirklich eine Grube ist oder nicht. Was legen wir rauf? Wir legen den Dolch rauf. Und ja, es ist eine Grube. Den zwei Schaltern hatten wir, glaube ich, auch schon mal rumgespielt. Ich sehe hier keinen Schalter mehr. Wo könnte man hier... Ah, doch, da. Ah, ist weg. Okay.
Aber ich hätte schwören können, ich hätte damit schon mal rumgespielt und jede Kombination ausprobiert. Aber hier standen wir bisher noch nicht. Das heißt, wir flitzen ganz schnell da hinten in den Raum, schlafen da erstmal und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie wir die zweite Fallgrube dazu bekommen. Wo kommst du denn her? Zack. Bist du alleine? Jupp, wenigstens etwas Gutes. Na komm. Na komm. Na komm. So. Jetzt aber. Ja, es ist ein ganz schönes Heckmeck hier mit den ganzen Schlüsseln. Vor allem, dass wir immer von der einen Etage zur anderen gehen müssen, um den Schlüssel benutzen aus der dritten Etage, um in der ersten Etage eine Tür zu öffnen und dann wieder in die zweite und wieder in die dritte. Schon ganz schön chaotisch. Aber gut. LP 051 und bis gleich.